Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Hier hinter mir habe ich schon wieder angefangen aufzubauen. Ich habe heute nämlich einiges vor, muss aber erstmal umräumen, wegräumen, Platz machen, dass ich dann hier drehen kann. Ich habe gestern nämlich zugeschnitten und zwar möchte ich die Keiler nähen. Die Little Keiler habe ich ja vor einiger Zeit schon mal genäht. Und zwar sind das hier die Schnittmuster von Sewing Arts. Und die Little Keiler war ja so eine Tablet-Tasche. Ich blende euch das Video hier mal ein. Und das wird jetzt so eine Schultertasche, die aber halt optisch der Little Keiler ähnelt. Und dann habe ich mir das hier gestern alles zugeschnitten, komplett aus Kork und auch mit. Einmal hier mit Dekophyll Light und der Boden ist mit der normalen Dekophyll verstärkt. Dazu werde ich natürlich auch ein Video drehen. Ich will mich aber heute an das Muttertagsvideo machen. Und zwar gibt es ja eine Näh-Bastel-Idee und noch ein Freebook. Das habe ich noch nicht gedreht, das will ich heute machen. Und dafür brauche ich ja Platz auf meinem Drehtisch. Die Gewinnerin vom Materialset Lothar hat sich auch gemeldet und Tanja wird dann bei sich auch noch mal ein Materialset zu Lothar verlosen. Wahrscheinlich bei ihrem 30.000er Special, also 30.000 Abonnenten auf YouTube, da dreht sie ja ein extra Video. Aber sicher wissen tue ich es nicht. Nur habe ich ihr schon gesagt, du verlost auch noch einen Loder. Dann habe ich auch schon ausprobiert das Schnittmuster von Lutherloh und es ist so geil geworden. Ich habe mir ja mehrere Schnittmuster schon rausgesucht, die ich gerne nähen möchte. Und da ich den perfekten Stoff hier hatte, musste ich unbedingt diesen Hosenanzug hier nähen. Den habe ich genäht, nur mit längeren Beinen. Und ich habe aber die Hosenbeine noch nicht versäubert. Und das Gummiband habe ich noch nicht eingezogen. Wenn ich das dann habe, werde ich den natürlich auch anziehen und euch zeigen. Also hier, die Hosenbeine sind noch offen. Ich möchte das gerne mit einer Zwillingsnadel machen. Ich habe auch keine hier. Also der sitzt wirklich richtig, richtig gut. Ich will nicht sagen, ich war überrascht, aber ich hätte nicht gedacht, dass mir ein Hosenanzug so gut steht und dass es doch so im Nachhinein einfach zu nähen war. Also ich hatte quasi mehr Angst davor, das zu nähen und das zu verkacken, wie es dann beim Arbeiten letztendlich, wie gut ich dann damit zurechtgekommen bin. Und ich möchte dazu dann auch ein richtiges Erklärbär-Video drehen, also wie genau welches Teil wann aufeinandergelegt werden muss, was beachtet werden muss. Das möchte ich gerne dazu drehen. Den Hosenanzug, der ist in dem aktuellen Standardwerk leider nicht drin. Das ist aus dem älteren Modell. Aber ich habe dem Ralf schon gesagt, das Ding ist so geil. Das muss da wieder rein. Ich habe mir aber noch andere Sachen ausgesucht. Einmal aus Webware und aber auch aus Jersey, also aus Stretchstoffen. Der Hosenanzug ist ja aus einem Stretchstoff, also das habe ich jetzt schon gemacht. Das heißt, als nächstes möchte ich gerne ein Schnittmuster ausprobieren aus Webware. Aber das seht ihr dann natürlich etwas später auf meinem Kanal. So, und jetzt, ich habe auch mein Maschinchen umgebaut, also mein Schnellnäher steht jetzt hier und den muss ich noch umbauen. Ich habe nämlich den Beleg, den ich angenäht habe, und ich habe den Beleg auch hier oben in der Naht, in der Schattennaht mit angenäht. Das habe ich alles mit meinem Schnellnäher gemacht. Dafür habe ich natürlich jetzt auch eine Stretchnadel drinne, um halt auch gleichzeitig noch zu schauen, wie sich die Maschine mit so einem schwierigen Material, also schwieriges Material, für mich macht. Die Nadel ist hier bei dem Schnellnäher auch nicht so wie bei einer Haushaltsnähmaschine,
nach vorne ausgerichtet. Also da ist ja da die Öse, kann ich ja von vorne nach hinten einfädeln und der Flachkolben ist dann, den muss ich nach hier hinten ausrichten. Und bei dem Schnellnäher ist das gedreht. Das heißt, die flache Seite ist hier und die Öse geht von links nach rechts. Also ich muss die Nadel so einfädeln. Hier ist aber auch eine Einfädelhilfe dabei. Ich habe mir tatsächlich noch gar keinen Stoff ausgesucht, welchen ich heute vernähen möchte, weil für Muttertag sollte es ja ein bisschen was Frühlingshaftes sein, habe ich mir gedacht. Es ist ja nicht so, dass es mir an Stoff mangelt. Da stelle ich jetzt mal was zusammen und fange endlich an. Das Video ist im Kasten, seht ihr dann nächste Woche Montag. Ich will mir jetzt mein Mittagessen machen, obwohl es ist schon kurz vor zwei. Aber ich mache eine schnelle China-Pfanne. Da bin ich in 20 Minuten fertig. Ich brate mir Tofu dazu an, und zwar Naturtofu. Ich habe den früher überhaupt nicht gemocht, nur den Räuchertofu. Aber ich habe jetzt eine Art und Weise gefunden, wie der so, so lecker ist. Und das möchte ich euch einfach mal mitteilen. Ich habe den Tofu vorher so 2 Stunden gepresst. Wir haben hier so eine Tofu-Presse, damit die Flüssigkeit rausgeht. Ihr könnt das aber auch so mit einem Küchentuch abtupfen oder irgendwas Schweres draufstellen. Da ich den aber jetzt mittlerweile schon so oft mache, lohnt sich die Tofu-Presse. Dann habe ich den hier in so Scheiben geschnitten und da kommt jetzt ein Esslöffel Speisestärke dran. Ich mache so einen gehäuften Löffel da dran und wälze die Tofu-Scheiben jetzt da drin, also wenn man das so schüttelt, damit überall was von der Speisestärke ist, dann wird nämlich der Tofu schön knusprig. Ich mache da jetzt gleich noch ein bisschen Salz. Wirklich nur so ein bisschen dran. Und ein bisschen Chili, weil ihr wisst,
Ich mag es scharf. Und die werden jetzt von beiden Seiten schön knusprig angebraten bei hoher Stufe. Also ich habe die Pfanne auf volle Pulle stehen und das ist jetzt pro Seite so 3 bis 4 Minuten. Dann brauche ich dafür noch eine Marinade und die besteht aus Zitronensaft, etwas Süßes. Ich habe hier Ahornsirup, man kann aber auch Agavendicksaft nehmen, Sojasauce. Und wenn ich etwas mariniere, nehme ich dunkle Sojasauce, die ist kräftiger. Die helle Sojasauce ist eher so, wenn man die hinterher in eine Suppe reinmachen möchte. Schärfe und Knoblauch kommt auch noch dran. Und ich mache das hier in der Schüssel, weil dann kann ich nämlich die Stärke nutzen, weil das dann auch hinterher, die Marinade kommt einmal über den Tofu und dann auch noch hinterher über das Gemüse. Und da dickt die Marinade dann etwas an. Ich nehme jetzt 4 Esslöffel von der dunklen Sojasauce, 2 Esslöffel Zitronensaft, 1 Esslöffel Süße, und dann je nachdem, wie scharf man gerne isst, halt noch Schärfe und Knoblauch fehlt noch. Das ist zwar nicht unbedingt notwendig, aber ich habe mir das gekauft, gehackter Ingwer, und da mache ich jetzt auch noch was hier rein. Ja, so ein Teelöffel. Dann mache ich da noch ein bisschen Wasser dran. Ich habe jetzt hier mal 100 Milliliter abgemessen, aber das kommt halt immer so ein bisschen drauf an, wie viel Stärke man da schon drin hat. Man kann aber dann hinterher in der Pfanne noch Wasser nachgeben. Meine Dunsthaube war so laut, man hat mich kaum verstanden. Deswegen hier ich jetzt aus dem Voice-Over. Nach den 3 bis 4 Minuten, also wenn der Tofu so richtig schön braun ist, einmal umdrehen und von der anderen Seite ebenfalls nochmal die 3 bis 4 Minuten anbraten. Danach kommt circa die Hälfte der Marinade zu dem Tofu. Aber vorsichtig, das zischt und dampft ungemein. Die Pfanne dann etwas schwenken, sodass alle Tofuscheiben komplett mit der Marinade bedeckt sind. Die Soße dickt durch die Stärke auch ziemlich schnell an und dann ist der Tofu auch schon fertig und ich nehme ihn aus der Pfanne raus, weil ich ja noch das Gemüse anbraten möchte. Da könnt ihr dann auch nehmen, was ihr möchtet. Ich habe mich jetzt für Chinakohl, Karotten und Paprika entschieden und ich gebe dann auch noch ein paar Tiefkühlerbsen dazu. Ihr könnt das Ganze natürlich auch in 2 Pfannen machen, aber ich gebe hinterher einfach den Tofu dann nochmal zu dem Gemüse dazu. Der wärmt nochmal auf und das tut dem Geschmack keinen Abbruch. Wenn das Gemüse die Bissfestigkeit hat, die ihr mögt, die restliche Marinade dazugeben, umrühren, Tofu nochmal dazugeben, abschmecken, fertig. Ich habe jetzt nur noch ein bisschen Sesam drüber gestreut und dann lasse ich mir das jetzt schmecken. Guten Hunger! Ich habe gerade das Intro für das Muttertagsvideo gedreht, aber ich hatte diesmal so einen Hänger da drin. Ich habe mich so oft versprochen. Mann. Manchmal läuft's und manchmal halt auch nicht. Ich habe gestern auch an meinem Hosenanzug weiter genäht. Das Gummiband ist jetzt drin und ich wollte euch dann zeigen, wie es bis jetzt aussieht. Aber erstmal möchte ich alles wegräumen, dass hier wieder Ordnung ist. Leute, ich sag euch, es ist gar nicht so einfach, wenn man seinen ganzen Körper zeigen möchte, also seine Klamotte, die man anhat, und möchte dann auch noch einen schönen Hintergrund haben und noch gute Lichtverhältnisse. Da muss man schon wirklich ganz schön in der Wohnung gucken. Ich meine, ich habe ja tatsächlich kein Fotostudio hier oder sowas. Also noch nicht. Wer weiß, was noch alles kommt. Aber ich denke, wenn ich dann hier, ja, hier ist auch das Licht von da drüben, hier sieht man. So, ich ziehe mir jetzt erstmal den Hosenanzug an. So, das ist der derzeitige Stand. Also, die Hosenbeine, ja, sind noch viel zu lang, aber ich möchte erstmal schauen,
welche Schuhe ich dazu gerne anziehen möchte. Wie gesagt, das Gummiband ist nun drin. Und was noch fehlt ist, hier ist ja so ein Beleg. Ich bin jetzt so weit in den Ausschnitt rein. Und der, ich habe bisher so einen Beleg nur mit einem Viskosestoff genäht und keinem dehnbaren. Ich habe den hier oben in der Schulternaht in einer Schattennaht festgenäht, aber trotzdem floppt der manchmal noch hier so rum. Das heißt, ich will mir jetzt erst noch ein Vlies kaufen, habe ich natürlich nicht zu Hause, mit dem ich den Beleg hier dran festbügeln kann. Und wenn dann hier oben auch die Situation ist, also wenn ich genau weiß, okay, ich möchte das Gummiband gerne so haben oder das die Taille soll dann hier sein, je nachdem, wie das dann hier oben aussieht, erst dann werde ich mir die Beine auf die gewünschte Länge kürzen. Es wird definitiv keine 7/8. Das finde ich nämlich, steht mir nicht so gut. Ich finde die Länge richtig toll. Dieser Stoff ist so schön. Also das kann man auch, wenn es wirklich warm draußen ist, anziehen. Der ist so schön leicht, luftig, dehnbar und man ist trotzdem komplett angezogen. Und hey, schaut mal hier, wie viel Platz ich hier habe. Ja, also das ist der derzeitige Stand. Und wie ich schon gesagt habe, es hat mich überrascht, wie gut ich doch damit zurechtgekommen bin und wie gut das Endergebnis jetzt aussieht, oder? Ich bin begeistert. Ihr habt jetzt übrigens die ganze Zeit auf meinem kleinen Wägelchen hier gestanden, aber so hatte ich den besten Ausblick nach hier drüber, nach hier drüben, genau. Und das nächste, was ich nehmen möchte, ist halt ein nicht dehnbarer Stoff. Da habe ich mir auch schon ein Schnittmuster ausgesucht. Und zwar, das habe ich mir hier markiert. Ich möchte gerne das Shirt hier nähen aus diesem Stoff und diese Einnäher hier im Ausschnitt und links und rechts am Ärmel möchte ich gerne mit dem schwarz-weiß gestreiften Stoff machen. Der Hosenanzug ist übrigens auch schon ein Schnittmuster für kräftige Personen und das hier ist extra für, wie steht's, für Vollschlanke, also alle Modelle, die für Vollschlanke besonders gut geeignet sind. Und da ist halt dieses T-Shirt drinne. Der Leo-Print hier, das ist ein Viskose und den Stoff dürften einige von euch kennen. Das ist eine normale Webware und zwar ist das der Innenstoff von der Tasche Ingrid. Also werde ich hier eine Viskose mit einer Popeline vernähen, aber die sind beide nicht dehnbar, die sind beide recht dünn und irgendwie gefällt mir das tatsächlich in letzter Zeit, wenn man irgendwo was Schwarz-Weißes zu kombiniert. Ich habe jetzt meine eine Slingback, die hat ja so einen schwarz-weißen Innenstoff. Dann habe ich noch eine Elfriede, die einen schwarz-weißen Gurt hat. Und die Kyla, die ich nähen möchte, hat ja ebenfalls diesen schwarz-weißen Innenstoff. Und das gefällt mir richtig, richtig gut, irgendwo was mit schwarz-weiß gestreift oder einem schwarz-weißen Muster dabei zu haben. Genau, also das möchte ich als nächstes nähen und das möchte ich auch gerne als erstes Video verfilmen. Es ist nochmal ein Unterschied, ob man als ungeübte Person, was Kleidung nähen angeht, etwas alleine näht, auch das Tempo, in dem ich das hier genäht habe, ich habe mir wirklich Zeit gelassen. Ich wollte, dass es richtig gut würde. Ich habe mich da auch noch mal gerade beim Beleg, beim Jersey annähen, habe ich mir noch andere Videos angeguckt. Also die Informationen, die ich mir rangeholt habe, die haben mich jetzt schon um einiges weitergebracht, was das angeht, um Kleidung besser nähen zu können, also dass ich das besser verstehe. Auf jeden Fall macht es halt einen Unterschied, ob ich als Ungeübte etwas gleich mitfilme
wenn ich mich noch nicht so irgendwo drinne auskenne, wenn da nämlich, wenn ich dann merke, oh, das funktioniert so gar nicht, habe es aber schon erklärt, muss es nochmal erklären, als wie, wenn ich etwas nehme, was einfacher ist, ich mein T-Shirt habe ich schon genäht und erkläre das dann erstmal, einfach nur, um sicherer zu werden und um besser das erklären zu können, anstatt dass ich mich gleich an, wer weiß was, für mich kompliziertes ranwage und das auch gleich erklären möchte. Weil der Erklärbär funktioniert ja nur so gut, weil da jede Menge Übung dahinter steckt und ich schon weiß, wie was gehandhabt wird. Und das habe ich ja in diesem Fall hier zum Beispiel noch nicht gehabt. Das ist ja mein erstes Mal, dass ich so einen Hosenanzug genäht habe. Und da wollte ich erst mal sehen, wie ich damit zurechtkomme. Gut, also das wird mein erstes Video, aber dazu möchte ich halt wirklich auch haargenau erklären, wie man was aufeinander gelegt wird. Und dann habe ich mir aber noch was rausgesucht. Und zwar diese Jacke hier. Keine Angst, ich will jetzt hier kein Kostümchen oder so nähen, aber zu dem tollen Hosenanzug wollte ich halt auch eine Jacke haben. Und ich würde gerne eine Jacke haben, die hier endet. Also die nicht länger ist oder so, sondern dass man halt auch die Taille sieht. Und hier bei dem Schnittmuster, die Jacke ist ja tailliert, wird aus einem nicht dehnbaren Stoff genäht. Also hier ist kein dehnbares Zeichen dabei. Und per Zufall habe ich Kunstleder hier. Das ist leicht dehnbar. Das habe ich, den Stoff und auch den Stoff habe ich übrigens von der Heike von Nähmaschinenfunk. Und daraus möchte ich mir halt passend hierzu dann ein kleines Lederjäckchen nähen, Kunstlederjäckchen nähen. So, jetzt werde ich wegräumen, dann werde ich den Videoschnitt machen, weil heute Nachmittag, wie ist denn die Kamera hier? Moment. So, seht ihr mich doch besser. Wir haben uns nämlich auch dazu entschieden, heute nicht laufen oder wandern zu gehen, sondern wir möchten gerne gemeinsame Zeit auf der Terrasse verbringen mit nichts tun. Deswegen, ich denke, der Vlog hat genau die richtige Länge. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Habt weiterhin Spaß daran, kreativ zu sein und bis zum nächsten Mal.